Waffen im Wert von 2,85 Milliarden Dollar. Die Vereinigten Staaten senden pünktlich zum orthodoxen Weihnachtsfest das bislang größte Einzelpaket an die Ukraine. Präsident Zelensky zeigt sich sehr erfreut über das militärische Geschenk. Zum ersten Mal bekommen wir Schützenpanzer des Typs Bradley. Das ist genau das, was wir brauchen. Neue Kanonen und Granaten, Raketen und Drohnen. Obwohl viele Ukrainer das orthodoxe Fest aus Protest gegen Russland bereits am 25. Dezember gefeiert haben, sind einige Gläubige trotzdem in die Kirche gegangen, um zu beten. Seit 2014 haben wir ständig diese Explosionsgeräusche. Und seit Februar wird unsere Stadt angegriffen. Deshalb beten wir für Frieden, für ein Ende des Blutvergießens. Für ein kurzfristiges Ende des Blutvergießens hat Putin auch vor kurzem zugestimmt. Bis heute Abend verhängte der russische Präsident eigentlich eine Feuerpause in der Ukraine. Doch es gibt Berichte, dass Streitkräfte ostukrainische Städte angegriffen haben. Wir haben bereits gelernt, ihnen nicht zu vertrauen. Sie sind verräterische Feinde. Was für ein Waffenstillstand. Können Sie das hören? Wir haben gelernt, ihnen nicht zu vertrauen. Aber auch die Ukrainer selbst sollen militärisch aktiv gewesen sein. Laut Moskau wurde heute Morgen ein Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt.